Gut, was sagt denn unser Holzvorrat? Gut, Birchwood haben wir jetzt wirklich ordentlich. Oakwood brauchen wir auf jeden Fall. Die Birch Saplings packe ich mir da unten rein. Ups. Ah, da komme ich immer an die Trapdoors dran. So, das ist auch okay. 10 Stickies, die lasse ich auch mal kurz noch auf Tasche. Das ist ja, wir sammeln gleich eh noch genug ein. Und dann nehme ich mir hier nochmal Oakwood mit. Dann können wir da oben einfach mal ein bisschen Oakwood anpflanzen, ne? Ich glaube, das passt ganz gut. So, ja, es ist schon wieder eine Woche rum und ja, der Stress an der Arbeit hält sich noch so in Grenzen. Jetzt stehen wieder Klassenarbeiten an. Also wenn ihr die Folge hier seht, wann kommt die Folge hier raus? Am Dienstag. Stimmt, oder am Mittwoch, je nachdem. Ja, ich glaube, ich bin vielleicht schon in der zweiten Folge. Dann kommt die am Mittwoch raus. Also das sind jetzt genau die Tage, wo Klassenarbeiten geschrieben werden. Bei den 5ern und 6ern. Und ja, dann wird es wieder ein bisschen stressiger diese Woche mit Korrekturen und so weiter und so fort. Aber muss natürlich immer alles gemacht werden. Da bin ich auch meistens dabei, dass ich das wirklich am ersten Tag schnell irgendwie durchkorrigiere. Ja, warum auch nicht, ne? Also, kann man ja machen. Finde ich dann, aber ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ne? Dass mich die Schüler dann noch fragen, ob ich sonst nichts zu tun hätte. Oder sonst keine Hobbys hätte. Wobei, ne, hallo, hier, Videos und so. Aber gut. Die sind es halt nicht gewöhnt, wobei ich es auch verstehen kann, ne, wenn ich jetzt eine Deutscharbeit oder so oder eine Englischarbeit korrigieren müsste. Ja, da wäre ich auch deutlich länger mit beschäftigt. Und das jetzt nicht, weil irgendwie die Kinder so schlecht wären oder sowas in den Fächern. Ich meine Mathe, aber einfach, weil es viel komplizierter zu korrigieren ist. Ne? Mathe, sagst du es richtig oder falsch? Guckst, ob alles logisch passt, ob die Rechenwege stimmen oder nicht, und dann ist gut, dann ist durch und mehr Diskussionen gibt es da auch nicht. Und wenn ich mir das angucke, jetzt in Englisch oder in Deutsch, wenn ich da irgendwelche, am besten noch irgendwelche Analysen habe und nicht nur einfach nur Grammatik, ich meine, Grammatik geht auch noch, ne, richtig, falsch, fertig, aber irgendwelche Analysen oder so, und dann muss ich mir überlegen, ist das jetzt schlüssig genug, dass ich da Punkte geben kann oder nicht? Boah, das stelle ich mir grässlich vor zum Korrigieren. Ah gut, das ist, ich glaube, wenn man das Fach hat, dann gewöhnt man sich da auch ganz gut dran, dass es dann okay ist. Aber ich weiß es natürlich auch nicht genau. Ah, da hinten kommt Lava raus. Na gut. Das ist ja auch schon lange so. Komm, einmal zwischendurch. Also nicht ein Eimer, aber einmal hier zwischendurch langlaufen. Und unsere wertvollsten Früchte der Natur ernten. Ach ja. Ich finde es auch immer interessant, theoretisch sollten die ja genau gleich stark wachsen. Das heißt, wir sollten immer mal mehr Pumpkins und mal mehr Melons haben. Wobei ich immer das Gefühl habe, und irgendwie, wenn man sich die Zahlen anschaut, passt es ja auch immer meistens ganz gut, dass wir häufig eher mehr Pumpkins hatten. Wobei jetzt kommt es ja ganz gut hin, ne? 34 Pumpkins und sogar 36 Melönchen. Da sind noch zwei gewachsen. Aber das ist mir egal, die sind schon wieder nachgewachsen. Die können mich jetzt mal. So, stimmt, eigentlich müssten wir die Felder abernten, damit wir da vorne auch die, wie heißen sie jetzt denn? Die Beetroots, ne? Genau, Beetroots heißen sie. Damit wir die auch mehr kriegen, müssten wir eigentlich schon die Felder ernten. Dafür wird sich halt auch eine Dingens lohnen. Eine, sag mal schnell. Und hier die Beetroots. Hatte ich die hier angepflanzt? Dachte ich, hätte die hier angepflanzt. Boah, bin ich blöd oder so. Bitte keine ehrliche Antwort darauf geben. Hä, ich hätte gedacht, wir hatten hier die Beetroots angepflanzt. Haben wir nicht? Habe ich das nur drüben gemacht? Das wäre schon blöd von mir. Gut, ich gehe mal zum Haus zurück und dann, genau, gucken wir gleich mal, was wir am nächsten Tag machen. Also, nächsten Minecraft-Tag machen. Boah, das sieht so cool aus. Ich liebe diesen Shader momentan. Vor allen Dingen ist es halt auch immer noch der gleiche Stil von Complementary Reimagined. Weil es darauf eben komplett basiert. Hallo, Mietzmautz. Erstmal pennen. Oh.
Und ich muss mal einen Schluck trinken. So, erstmal einen Schluck trinken nebenbei. Da müsst ihr jetzt kurz, warte, ich mache hier mal. So, machen wir mal Katzenvideo. Hallöchen, Miezemaut. Und ich trinke mal kurz einen Schluck nebenbei, während ihr die Katze anschaut. So, ich hoffe, die Katze... Ja, du hast das toll gemacht, liebes Kätzchen. Na. So. Bücher brauchen wir. Ach, die Emeralds sind alle oben. Die Bücher nehme ich mal mit zum... Mann, ich mach mal ganz kurz hier... Ich muss mich mal ganz kurz... Entschuldigung. So. Ah, da muss ich mir aber kurz räuspern. Mann, irgendwie Frosch im Hals oder so. Gut, müsst ihr mit klarkommen jetzt. Lässt sich nicht ändern. Was habe ich hier noch? Looting. Ich habe natürlich, bevor wir losgegangen sind, nicht mehr nachgeschaut. Aber wir brauchen auf jeden Fall einige Enchantments für unsere oder für mögliche Diamond Toes, die ich dann noch machen werde. Und wir haben ja Blaze Rods, wir haben Enderperlen. Das heißt, theoretisch könnten wir auch eine Ender-Chest mal machen. Könnte sich auch lohnen, auch um Items von hier rüber zu transportieren und andersrum. So, was ich jetzt gerade schauen wollte. Wir haben ja das Haus da selber gebaut, was genauso... was aussieht wie das hier. Gut, war vielleicht nicht das hübscheste Haus. Ich würde vielleicht das nächste... auch in die Erde reinsetzen. Die Frage ist, wo machen wir das nächste Haus hin? Denn ich würde jetzt schon gerne hier mehr Villager hinkriegen. Aber man könnte hier in die Mitte noch ein Haus setzen, ne? Denke ich mir doch mal. So. Beziehungsweise, wisst ihr was? Das machen wir später mal. Ne, das machen wir später mal. Ich würde mir kurz noch die Enchantments holen. So gut es geht für unsere Diamond Hose. Und dann gehen wir zurück. Und dann gucken wir erstmal in der alten Welt noch weiter. Weil das ist eigentlich auch das, worauf ich mich fokussieren wollte. In dieser Staffel. Da einfach überall alles weiter zu designen. Ja, wir können hier auch viel machen. Aber bringt, glaube ich, gerade nicht ganz so viel. So, ich packe mir mal kurz alle Emeralds ein. Und dann gehen wir mal kurz auf Shopping-Trip. Für ein bisschen, für ein bisschen Mending. Unbreaking. Fortune, Silk Touch, Efficiency. Ja gut, Efficiency kann man auch draufhauen, ne? Müssen wir mal gucken, kurz. Was haben wir überall? Efficiency 5, ne? Ja. So, erstmal brauche ich zweimal Mending. Der Jule-Freund ist da drin, ne? Das hier war Looting und Unbreaking 2. Du hattest hier Mending. So. Einmal Mending und zweimal Mending. So, das hier war Looting 2 auch. Ne, das brauchen wir nicht. Ist hier sonst noch jemand drin? Ne, ne? Ne, da ist nur das andere Bett drin. Gut, dann, was wir auf jeden Fall auch brauchen. Unbreaking hatten wir ja hier, aber das ist Unbreaking 4, glaube ich. Ach, Efficiency 4. Gut, es kostet gerade nur 13. Efficiency 4, Efficiency 5. Efficiency 4, Efficiency 5. So, das reicht auch. Dankeschön. Also, zweimal Mending, zweimal Efficiency. Dann bräuchten wir zweimal Unbreaking 3. Wer hat das denn nochmal? Ah, kurzer Shopping-Trip ist gut, ne? Das zieht sich jetzt hier wieder um Stunden. Ich glaube, da unten ist Silk Touch gewesen. Warst du hier mit Unbreaking? Hallöchen. Infinity und Fire Protection. Nope. Dann hattest du Silk Touch. Relativ sicher. Silk Touch und Infinity. Das Silk Touch brauchen wir nur einmal. Einmal brauche ich Fortune. Wer hat einen Fortune gehabt? War hier jemand drin? Ne, ich glaube, hier habe ich nichts drin, ne? Ne, habe ich nicht. Was war hier? Du hast nur... Ich könnte Gold verkaufen für Emeralds. Und Rotten Flesh hätten wir mitnehmen können noch. Aber gut, das ist jetzt gerade nicht ganz so wild. Wer war denn jetzt nochmal hier der... Wen brauche ich denn jetzt? Ist hier was drin? Ne, hier ist nichts drin.
Da hinten, du warst es nicht. Ist hier jemand drin? Ich glaube, hier ist jemand drin, ne? Nee, auch nicht. Hä, wo sind denn dann unsere... Ich hab doch Fortune... Oder hab ich kein Fortune-Typi gehabt? Hab ich kein Fortune-Typi? Hab ich keinen mit Fortune? Hä, ich dachte, das hätten wir gehabt. Ich war mir sicher, wir hatten alles, was wir brauchen. Das, achso, hier ist Unbreaking 2. Stimmt, für Unbreaking 3 brauchen wir das auch viermal. 1, 2, 3, 4. Und jetzt bräuchte ich noch einmal Fortune. Also du hast Mending und Looting. Habe ich kein Fortune? Habe ich Fortune immer so? Habe ich kein Fortune-Villager? Das müssten wir dann ändern, wenn hier wirklich keiner ist. Dich frage ich nochmal. Multishot und Efficiency. Dankeschön. So. Hier, du bist was anderes. Hier ist niemand drin gewesen. Hier ist kein Verzauberungs-Villager. Ich dachte, wir hätten Fortune. Haben wir kein Fortune? Infinity und Fire Protection. Dann müssten wir noch einen entsprechenden Villager machen. Sonst bringt es ja nichts. Silk Touch und Infinity. Okay, wir müssen die Villager ausbauen. Dann bleiben wir doch erstmal noch hier. Ich war mir so sicher, das würde funktionieren und es würde aufgehen. Ich bring mal kurz die Bücher runter, ne? Die müssen wir dann so mitschleppen. Das ist ja nicht das Problem. Ich mache auch mal eine Kiste neben das Portal. Wir haben 53 Holz dabei, das passt. Ich mache mal eine Kiste neben das Portal mit Sachen, die wir mitnehmen wollen. Dann müssen wir da nicht immer am Ende, bevor wir wieder gehen, gucken, sondern können einfach hier hingehen. Alles, was wir mitschleppen wollten, auf jeden Fall, ist dann hier beim Portal. So, einmal kurz ein Crafting Table und dann eine Kiste. Sehr schön. So, dich sammle ich wieder ein. Und dann zack, zack. Zack, 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 zack. So, Emeralds reichen auch noch. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier ein Haus gebaut kriegen, Betten reingestellt kriegen. Ich weiß nicht, ob wir noch Wolle haben. Ich guck mal direkt hier unten. Ne, wir müssen eh jetzt Kobbel und Holz mitnehmen. Dann können wir mal kurz hier unten gucken, ob hier eventuell noch irgendwas ist, was wir... gebrauchen können zum Haus bauen. Hier sind noch Glasscheiben, das ist schon mal gut. Hier ist... Ich nehme die Schere mal mit zur Sicherheit. Das Looting brauchen wir nicht, das können wir hier lassen. Da ist noch Wolle. So, 6 Wolle brauchen wir auf jeden Fall. 2 Kisten wären da sogar noch drin gewesen. Und hier nehmen wir mit ein bisschen Kobbel. Und dann brauche ich von oben noch Holz. Upsi. So, ja, da müssen wir noch ein Villager-Haus bauen, noch ein Lektern bauen. Da brauchen wir dann eh noch Bücher für. Ah, Gott. Und ich dachte, wir hätten es schon. Oder war das ein Buchsch? Warte mal kurz. Lektern. Ach, das war ein Bookshelf. Ach, guck mal, dann können wir das sogar machen so. Zack, ein Bookshelf haben wir noch. Hab ich noch Slabs? 9 Steps habe ich noch. Und dann machen wir hier mal einen Lektern. So. Das hätten wir schon mal. Die 5 Slabs lasse ich wieder hier. Ach komm, die packe ich mal dazu. Die Tür können wir gebrauchen fürs Haus. Und den Rest nicht. Okay. Dann brauchen wir Holz. Und dann können wir ein Haus bauen gehen. Ja, aber ich war mir echt... Ich war mir so, so sicher, dass wir hier Fortune hatten. Aber anscheinend hatte ich meine Fortune-Sachen so bekommen, dass ich den Villager dafür nicht brauchte. Weil anders kann ich es mir jetzt auch nicht erklären. Oder baue ich gerade hier irgendwie eine Scheiße und wir haben schon irgendwo einen. Aber ich bin ja gerade auch alles abgelaufen. Also irgendwie bin ich verwirrt. So ist das, wenn man sich sicher ist, dass man irgendwas hat und dann hat man es doch nicht. Ich packe die Emeralds erstmal zurück, weil wir jetzt erstmal ein Haus bauen wollen eigentlich. Holz brauche ich noch. Ich weiß, da oben könnten wir jetzt auch abholzen gehen, aber wir haben ja hier gerade erstmal noch. So. Die 19 Stairs nehme ich mir auch schon mal mit. Und dann wird es gleich auch schon Nacht. Oh, die Tage gehen so schnell rum.
Mann, 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 Mann. Gut, wir brauchen einen Bauplatz. Hier oben könnte man theoretisch noch einen Baum wegnehmen und ein Haus hinstellen. Ich wollte es ja da vorne unten machen, ne? Hier vorne geht es auch noch. Ich wollte ja erstmal hier eins hinstellen. Das werden wir auch machen. Das heißt, hier brauchen wir Platz für ein Haus. Schaufelchen. So, die Fackel kommt hier wieder hin. Und dann machen wir das Ganze mal so, dass hier noch was wegkommt und hier noch was wegkommt. Hier oben gleiche ich das ebenfalls schon mal ein bisschen an. Und dann können wir hier unten nochmal mehr angleichen. So, sehr schön. Wenn ich jetzt hier ein Haus hinstelle, dann brauchen wir ja auf jeden... Irgendwie wirkt das ja hier sehr dunkel, ne? So, ich mach mal so einfach. Aber gut, das liegt auch am Shader, glaube ich. Ach komm, weißt du was? Ich muss erstmal pennen gehen. Ich bin auch blöd. So, erstmal pennen gehen.